So, wieder mal herzlich willkommen zurück bei einem Let's Play von Foundry Mission, die halt noch getestet werden müssen. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Die einen oder anderen erinnern euch vielleicht, ich habe Galaxy on Fire gespielt von der Species 9538. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich von ihr noch eine Foundry gefunden habe, die noch getestet werden muss. Und zwar die Operation Nemesis. Wir wollen uns dieser Mission heute mal annehmen. Mal schauen, es scheint ihr Erstlingswerk zu sein. Meine erste Mission steht hier unten. Und ich bin gespannt, wie die abläuft. Ich habe mir auch die Bewertungen vorher alle noch nicht angeschaut. Ich will da ganz unvoreingenommen mal reingehen. Ja, treffen Sie Lieutenant Miri. Sie werden von einem alten Freund gerufen, um eine lange verschollen geglaubte Fracht wiederzufinden. Werden Sie lange genug leben, um sie zu finden? Das hoffe ich doch schwer. Die Mission beginnt auf dem Raumdock der Erde. Achtung, textlastig, Fragen und Anregungen, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Genau, das wollen wir dann nur mal schauen. Wir stehen auch schon direkt vor der Lieutenant Miri, das ist die hier. Genau, da heißt sie. Was ich ein bisschen komisch finde, sobald man, wenn man diese Mission angenommen hat und auf dem Erde-Raumdock runterspawnt, also runterbeamt, erscheint sofort dieser Dialog. Egal an welcher Stelle man steht, ich weiß nicht. Ich werde jetzt einfach mal hier beginnen und wir schauen mal, wie es abläuft. Viel Spaß beim Zuschauen. Vizeadmiral, Sie sind pünktlich. Vielleicht sind sie doch nicht so inkompetent, wie ich zuerst dachte. Drake hatte sie immer in Schutz genommen. Drake, ist das wieder eine Mission von Sektion 31? Respekt, Vizeadmiral. Sie sind doch schlauer, als sie aussehen. Aber keine Sorge. Entgegen allen Missionen, die sie vielleicht schon von uns angenommen haben, oder eben auch nicht, wird ihnen diese hier garantiert Spaß machen. Aber wo sind denn meine Manieren? Kommen Sie doch einfach her und wir reden von Angesicht zu Angesicht. Danach können Sie immer noch über Drake schimpfen. Einverstanden. Also, verstehe. Man wird also erstmal, wenn man aufs Raumdock runterbeamt, erstmal per Funk angesprochen, um sich dann persönlich mit der Miri zu sprechen. Und jetzt stehe ich vor ihr und quatsch die Kleine mal an. Vizeadmiral, ich weiß, Sie hassen es, um den heißen Brei herumzureden. Darum mache ich es kurz. Erinnern Sie sich noch an diese Sache mit den Talaron-Auslösern auf Nimbus 3? Sie sollten in Drakes Auftrag auf Nimbus 3 einige Nachforschungen anstellen. Ja, ich erinnere mich. Derjenige, der diese Mission gespielt hat, wird sich sicherlich auch erinnern. Man kann natürlich jetzt auch sagen... Nein, welche meinen Sie? Ich denke mal, dass da nochmal ein Abriss der Mission erklärt wird. Oder Tala was? Auch da, denke ich mal, wird es eine Erklärung geben. Ich sage jetzt mal, ja, wir erinnern uns, denn ich habe die Mission gespielt und ich denke mal, viele von euch sind da auch schon durch, also go, go. Wir dachten damals, das Objekt, das Obiseks rechte Hand, ein Remaner namens... Slamek. Wir dachten damals, dass Obiseks rechte Hand, ein Remaner namens Slamek, sie damals im Orbit von Nopara vernichtet hatte. Aber wir lagen falsch. Sie wurden nicht vernichtet, sondern von jemandem geborgen. Aber sehen Sie selbst. Unter der Schiffswerftabteilung gibt es eine Konsole. Die sollten Sie sich mal angucken. Achten Sie auf die empfangenen Nachrichten. Nur so als kleiner Tipp. Verstanden. Okay. Jetzt schauen wir mal. Was müssen wir... Wo müssen wir hin? Die Dateien öffnen. Genau, die Dateien öffnen. Da auf der Map schaue ich mal eben kurz. Doch hier oben den gelben Kreis. Ach, da! Ah, verstehe. Okay, dann müssen wir da runter dackeln. Ich
wieder mit die falsche Taste drücken. Das ist immer das Blöde, wenn ich nie auf die Tastatur gucke. Hier hauen sie schon wieder die Luftballons in der Weltgeschichte rum. Ah, da steht die Konsole. Du gehst doch weg, das ist meine Konsole. Hau ab da! Konsole benutzen. Sie öffnen die genannte Datei und sehen eine Botschaft. Sie ist an einen gewissen Ghoul Merkat adressiert. Weiter. Hatten Sie in letzter Zeit das Bedürfnis, andere verprügeln zu wollen, aber die Föderation hat Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht? Denken Sie, dass Diplomatie nur ein anderes Wort für ein gut durchgeladener Disruptor ist? Sind Sie ein erfolgreicher Pirat und haben Sie nichts mehr zu verlieren? Dann kommen Sie zu den ultimativen Ferengi-Arena-Kämpfen. Hier können Sie sich in einer gemütlichen Atmosphäre einen leckeren Drink kaufen. Da fehlt noch ein K. Und anschließend in unsere garantiert nicht von Föderation genehmigten Arena bis zum Tode kämpfen. Treten Sie gegen andere Piraten an und erkämpfen Sie sich den ersten Platz für eine ultimative Belohnung. Interesse? Melden Sie sich noch in den nächsten 5 Minuten bei meinem Assistenten Ron Talar an und erhalten Sie 0,09% Rabatt auf Ihre Anmeldegebühr. Boah, das ist ja Wahnsinn. Bei erfolgreichem Kampf wird Ihnen der gesamte Erlös in Bar ausgezahlt. Wir sehen uns in der Arena. Madran. Mit freundlicher Ferengi, ihr freundlicher Ferengi aus der Nachbarschaft. Continue. Wir haben diesen Funkspruch letzte Woche abgefangen, als wir einen Warlord des wahren Wegs überwacht haben. Wir vermuten, dass das Ganze eine Geheimbotschaft ist. Wir haben erfolglos versucht, den Verschlüsselungsalgorithmus zu knacken, bis ein Praktikant zufällig den Anhang geöffnet. Ein Praktikant? Ja, alles klar. Sektion 31 ist auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie haben Praktikanten, Sektion 31? Das ist sehr witzig. Ja, wir entscheiden uns mal für die aggressive Rang. Ignoriert ihren Einwand und redet weiter. Öffnen Sie den Anhang und führen Sie das Programm aus. Den Schlüssel aktivieren. Oh oh. Sie sehen, wie einige Worte oder Wortsilben aufleuchten. Zu verkaufen in Interesse Rontalar Gebühr Erlös Bar Madren. Lol. Bei mir ist zwar eigentlich noch nicht alles klar, ich sage aber trotzdem alles klar. Talaran-Auslöser zu verkaufen. Bezahlung in Bar. Interesse Madren. Oh nein. Ganz genau. Dieses Turnier hat nur einen einzigen Zweck. Einen Käufer für die Auslöser zu finden. Aber sie werden das verhindern. Das ist Drakes Plan. Sie nehmen die Identität von Ghoul Merkat an und an diesem Turnier teil. Primäres Ziel ist die Sicherstellung sämtlicher Talaron-Auslöser. Versuchen Sie außerdem, Madren festzunehmen, damit wir ihn in aller Ruhe verhören können. Verstanden? Ja, das ist eine Sektion 31-Mission. Da spiele ich nicht mit. Warum schicken Sie nicht einfach den Praktikanten? Gut. Ja, wir nehmen sie mal an. Ja, okay, wir haben verstanden. Sehr gut. Als erstes müssen Sie den richtigen Ghoul Merkat festnehmen lassen. Ansonsten taucht er womöglich auch auf der Party auf und vermasselt ihn alles. Also fliegen Sie von Steck zum Versteck und fangen Sie Ghoul Merkat. Verstanden. Viel Glück, Sheridan. Sheridan, mein Gott, ich kann meinen eigenen Namen kleben. Und Vizeadmiral Sheridan, dieses Treffen ist natürlich nie stattgefunden. Hat natürlich nicht stattgefunden. Ja, wie immer. Laut den Daten, die Sie während Ihres nie stattgefundenen Treffens erhalten haben, befindet sich Ghoul Merkat momentan im Aria-System. Sir,
Wenn wir ihn fangen wollen, müssen wir uns beeilen. Gehen Sie zum Aria-System im Alpha Trianguli Sektorblock und fangen Sie Ul Markat. Auf geht's! So. Erreichen Sie das Aria-System Alpha. Okay, ich denke, ich kann jetzt ganz normal an Bord beamen. Schwupp, dann machen wir das mal so. Jetzt kommt wieder Ladescreen und Schnitt. So, jetzt sind wir erstmal im Orbit um die Erde Raumdock. Das Erde Raumdock schwuppen mal hier raus. So, jetzt müssen wir in den Alpha Trianguli Sektorblock. Jetzt muss ich da mal erstmal gucken, wo haben wir den wieder? Alpha Centauri Route. Ach, da unten müssen wir rein. Okay. Machen wir das jetzt am dümmsten. Um jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, springen wir mal nach DS9. Bums, da war wieder der Ton nicht da. Weiß nicht warum. Komisch. Immer bei den Aufnahmen schwindet mal der Ton weg. Okay, da sind wir. Das System verlassen. So, und jetzt nach da unten düsen. Auf geht's. So, wie gesagt, bin schon mal sehr gespannt, wie die Mission abläuft. Wir warpen in den Alpha Trianguli Sektorblock. Das sind ja alles noch schnelle Screenwechsel. Die werde ich vielleicht auch noch drin lassen, damit es einfach flüssiger läuft. So, wenn man rumst nur jetzt hin in das Aria-System. Da steht es ja vor unserer Nase. Dann fliegen wir da mal hin. Und dann schauen wir mal, ob wir den guten Google beikommen können. So, da sind wir, jawohl. Jetzt soll ich Energie geben und ich denke mal, jetzt beginnt die Mission und die langen Ladestreams werde ich natürlich wieder rausschneiden. Wir haben das Aria-System erreicht. Sollen wir es betreten? Ja, selbstverständlich. So, wir haben das Aria-System betreten. Erreichen Sie das Aria-System im Alpha-Trianguli-Sektor. Das haben wir noch. Vernichten Sie die feindlichen Schiffe. Oh, geht ja gleich hier scheinbar zur Sache. Schauen wir mal. So, Captain, feindliche Schiffe im Gebiet. Sie laden Ihre Waffen. Sie rufen uns. Soll ich durchstellen? Auf den Schirm. Keine Zeit, Schilde hoch, Waffen online bringen. Angriffsmuster Alpha 3. Ja, wir unterhalten uns erstmal. Mal gucken, ob die was zu sagen haben. Ah, kardasianischer Captain. Föderationschef, dieses System steht unter dem Schutz von Ghul Merkat des wahren Weges. Jegliches Eindringen wird als Aggression gewertet. Verlassen Sie sofort das Gebiet oder Sie müssen die Konsequenzen tragen. Feuer auf mein Kommando. Ja, dann wollen wir die Jungs mal ein bisschen kitzeln. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Oh, jetzt versteckt er sich hinterm Stein. Das geht ja gar nicht. Ja.
Na, da kommt er ja wieder raus. Okay, Nummer 1 ist weg. Beim Stein verstecken kann ich auch, So. So, nochmal die Schilde von dem Jungen da anvisieren. Und Torpedo-Breitseite Feuer. Bam, bam, bam. Jawohl. Und den letzten da noch. Du kriegst die Heck-Torpedos vor die Nase gesetzt. Ey, mich anschießen ist aber nicht schön. Ah, dann eben die Bug-Torpedos. Oh, da lebt's noch. Du lebtest, jawohl. So, feindliche Schiff 1 von 3. Aua. Schauen wir mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, okay. Auf der Map hier oben links wird der gelbe Kreis leider nicht angezeigt, weil es gar nicht woran das liegt. Ist wahrscheinlich wieder ein Bug von der Foundry. Aber wir treten jetzt in den besagten Kreis ein und da unten haben wir schon eine Galoa. Da kommt der Onkel. Ganz schön viele Steine hier. Ah, jetzt ist der gelbe Kreis auch auf der Minimap da. Okay. Ja, wie gesagt, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen an der Foundry. Da kann keiner was dafür. So, schleichen wir uns mal hinter dem Stein hier hervor. Ziel anvisieren. Alles auf Feuer vorbereiten und go, go. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. So, der wäre auch Geschichte. Und da hinten habe ich schon das nächste Ziel immer im Blick. Ah, Moment, Guten. Jawohl, zack. Das ist eine Keldon. Alles klar. Warning. Ship is under attack. Die hat mich irgendwie gebufft. Dann blockieren wir der mal die Sensoren und knallen ja dann auch ein paar Torpedos in die Flanke. Ja, dann, aber da haben wir ein bisschen dran zu tun. Die hält ganz schön weit aus. Aua, aua, aua. Jetzt fliegen wir erstmal gegen den Stein. Macht nichts. So, jetzt kriegst du nochmal ein paar Torpedos vor den Latz. Das kriegst du rein, das kriegst du rein. Naja, guck mal, geht doch schon. Ach ja, du hast wieder deine Photonischen da. Aber die interessieren mich nicht. Ich bleib bei der beim Hauptschiff, denn wenn die down ist, dann sind die anderen auch weg. So. Gegenstand nehmen, alles nehmen. So. Jetzt habe ich nur leider den Dialog weggedrückt. Achso, da unten steht er. Beamen Sie runter, beamen wir runter.
Auf was denn? Ziemlich weit weg von dem Planeten. Ja, wir gucken mal, was der Dialog jetzt sagt. So, Captain, die Schiffe wurden zerstört. Wir sollten jetzt runterbeamen können. Denken Sie daran. Wir müssen Gul-Merkat unbedingt fangen. Wenn er entwischt, ist alles gescheitert. Ja, wir sind allerdings map-technisch natürlich ziemlich weit von irgendeinem Planeten entfernt. Ich denke, dann wäre es sinnvoller, dass man hier in der Nähe von des Planeten fliegt. Aber naja, gut. Und meine Mannschaft und Ladescreen Schnitt. So, da sind wir unten. Beamen Sie runter. Eliminieren Sie die Cardesianer, die zwischen Ihnen und Gul-Merkat stehen. 0 von 4. Alarm! Alarm! Die Eindringer haben sich runtergelehnt. Sicherheit zu den Hangarschleusen. Ja, ne? Dann gibt's jetzt mal aufs Maul. Ah, oh, da hält mich gleich einer, das ist aber gemein. So, der ist weg. Ja, lauft mal schön in meine Minen rein, das macht ihr prima. Da ist noch einer? Wo? Nö, da ist keiner. Doch, da oben! Ja, und meine Jungs kriegen das auch geregelt. Gegenstand nehmen. Jawohl. Alles einpacken. 1 von 4. Haben wir durch. Kurz schauen. Und weiter im Text. Oh, da steht doch schon einer. Den wollen wir mal gleich ein bisschen. Nein, Personal Shield Losing Power finde ich nicht schön. Du bist erstmal down. Oh, der war aber schnell weg. Oh, oh, da schmeißen die auch noch mit Granaten. Das ist, ey. Wer hat das erlaubt? Ja, bleib hier. Wollen wir dich erstmal betäuben, mein Freund. Okay. Gegenstand nehmen, das sauber. Da habe ich noch was. Einsammeln. So, wo geht's denn weiter? Da geht's in einen Raum rein. Ich glaube aber, da ist nichts, oder? Aber wir gucken uns den einfach mal an. Genau, da ist im Moment erstmal nichts. Vielleicht wird er später nochmal zum Tragen kommen. Werden wir sehen. Wir stratzen dann mal weiter. Das ist doch dann der nächste Pappkopf. Ja, renn nicht so weit weg. Ach, da ging daneben. Ach, da verkriechen sie sich da oben auf der Balustrade. Die sind ja süß. Oh oh. Das war knapp. Hätte ich schon wieder mit Granaten schmeißen. Finde ich nicht gut. Boah, jetzt geht drauf. So, da hat es tatsächlich einen von mir erwischt. Ne? Den müssen wir dann mal eben kurz wiederbeleben. Macht ja nichts. Und wir haben 3 von 4. Durch. So, da rein, genau da rein. Da gibt es den nächsten Streit. Sternflotte, Sternflotte. Ja, ja, wissen wir doch. Ich weiß ja die Stern. Nicht gerade. Oh, die kommt von zwei Seiten. Und tschüss. Da steht auch noch einer. Oh, schon wieder Granaten. So, weg die Sau. Hab ich den nicht getroffen? Ach, persönliche Leibwache. Was ist das? Das ist der. Ah! Jetzt hier neu runterbeamen. Das ist aber nicht nett.
Kann ich das nicht? Tja, ich denke mal, das war's. So, gute. So, aber erst looten. Nochmal looten. Jawohl. Und jetzt mit dem Ghoul quatschen. Sternenflotte spuckt vor ihnen auf den Boden. Sie wagen es, mir auf meinem eigenen Grund und Boden einen Phaser ins Gesicht zu halten? Na klar! Dafür werden sie eines Tages büßen. Ghoul-Mercat fängt seine Feinde nie. Oder fängt seine Feinde nicht. Wir werden sehen. Mir wurde mitgeteilt, dass sie Ghoul-Mercat erfolgreich in Gewahrsam genommen haben. Allmählich verstehe ich, warum Drake sie für diese Mission vorgeschlagen hat. Ihre nächste Aufgabe besteht darin, sich dem Kalesta-System zu nähern und an dem Turnier dieses Ferengis teilzunehmen. Und tun Sie mir einen Gefallen. Besuchen Sie Ihren medizinischen Offizier und lassen Sie sich ein bisschen kardesianischer aussehen lassen. Selbst ein Ferengi würde sofort darauf kommen, dass sie kein Kardasianer sind. Von den anderen Gästen ganz zu schweigen. Miri, Ende. Ja gut, also dann auf zur Pille. Er soll schon mal sein Skalpell fertig machen. Captain, wir sind bereit, Sie an Bord zu beamen. Wenn Sie den Kurs eingegeben haben, kommen Sie bitte zur Krankenstation runter. Wir können dann mit der OP beginnen. An Bord beamen. Erster Offizier an Captain Sheridan. Ich weiß, Sie liegen noch auf der Krankenstation, aber es ist wichtig. Ein Captain der Breen will mit Ihnen reden. Oh, was hier nicht alles auftaucht. Cool. Auf die Krankenstation leiten. Nur Audio. Das ist aber nicht nur Audio. Ghoul Mercat, im Namen des großartigen Todd Alsten. Was? Ja, Alsten. Nehme ich sie hiermit gefangen. Was? Wie? Die Föderation hat sie nicht unbeträchtlich. Die Föderation hat ein nicht unbeträchtliches Vermögen für ihre Ergreifung ausgesetzt. Bereiten Sie sich darauf vor, geändert zu werden. Hehe, klasse. Eliminieren Sie die Breen Piraten 0 von 4. Oh. Captain an den ersten Offizier. Eliminieren Sie die Breen. Ja, dann müssen wir das auch noch tun. Ja, Waffe auf die Schilde. Go, go. Wer ist am nächsten dran? Der da ist am nächsten dran, da links. Dann gucken wir mal. So, dann komm, rutsch ran hier. Ach, dahinter ist gleich der nächste, alles klar. So, Torpedos scharf machen. Feuer frei. Ship is under attack. Alles raus, hat keine Miete zahlt. schön vorbeigeschossen. Oh, ich glaube, da hat er mir irgendwas lahmgelegt. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so tragisch. Waffen wir uns auch mal eine Runde. Und Hecktorpedos Feuer. Oh, die sind schon ein bisschen zäher, die Jungs. Aber kein Problem, kriegen wir auch gebacken. Jetzt noch mal eine komplette Salve rein.
zack, zack, zack. Und auf Wiedersehen. So, wer würde als nächstes dran kommen? Ach, wisst ihr was? Pass mal auf. Wir machen nochmal Folgendes. Kurz bremsen. Die Untertassensektion abtreten. Abtrennen, abtreten. Lol. So. Und dann nehmen wir uns den da als nächstes vor. So sind wir ein bisschen wendiger. Und der Kollege da vorne muss sich auf zwei Ziele konzentrieren. Das wird ihm sicherlich nicht so gut gefallen. Und Feuer. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Aua! Ey, 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 ach du Schande, der hat auch noch so kleine da am Sieg. Ah, das ist natürlich jetzt. Ja, okay. Ey, der geht direkt durch meine Schilde durch, das ist nicht schön. So haben wir nicht gewettet, Kollege. Gut, dann müssen wir mal großflächig die Torpedos rausjagen. Gucken, was wir da auch noch von den Kleinen vielleicht erwischen. Ja, ich glaube, unsere Untertassensektion macht da... Oh, 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 aua, 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 der war böse, der war böse. Alter Schwede, jetzt, ja, aber gleich ist er down. Jawohl, den haben wir schon mal weg. Gucken, was jetzt noch so übrig ist. Oh, ich glaube, meine Untertassensektion hat da ganz gute Arbeit geleistet. Ja, nice. So ist doch schön. Dann holen wir uns jetzt den nächsten Onkel. Was haben wir hier? Und... Da ist ein Kreuzer und da ist ein Kriegsschiff. Ja, wir holen uns jetzt auch erstmal das Kriegsschiff. Der wird dann auch wieder mit kleinen Jägern angeeiert kommen, denke ich mal. Und dann können wir uns da hinten den Kreuzer zur Brust nehmen. Unterdessen liege ich gemütlich auf der Krankenstation und lasse mir an den Ohren rumschnippeln. Ach nee, am Gesicht. So, Kollege Schnürschuh. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Bams, bams. In den Frontmodus. Torpedos verstärken, Feuer frei. Boah, das ging aber. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Süße, ja. Naja, gut, okay, ist in Ordnung. Da ist der mal schön hops gegangen. Und auf zum letzten. Ist der Mond hier oben so eckig? Okay. Ein eckiger Mond, warum nicht? So, ein kleiner. Jetzt kommen wir dir auch noch mal ein bisschen näher. Oh, der hat mich irgendwie offline geschaltet. Naja. Torpedos rein. Noch ein Torpedo rein. Und seine Torpedos schießen vorbei. So gehört sich das. Mm-hmm.
Tja, Herr Kollege, ist doof von zwei Seiten, wa? Hehe. Target's shield have failed. Wir fliegen mal da lang. Wieder seine Schilde anvisieren. Und raus mit dem Zeug. Schön kritischer Treffer, alter Schwede. Jawohl. Alle Schiffe wurden vernichtet. Sie können runterbeamen. Da haben sie dem Außenteam Bescheid. Wir treffen uns in Transporterraum 1. Moment mal eben noch. Ja gut. Die nehme ich trotzdem mit. So, holen unsere Untertassensektion wieder ran. Ja. Ja. Zimpern. Da sind wir wieder komplett. Und wir beamen nach unten. So, da die Mission doch etwas länger dauerte als 30 Minuten, mache ich jetzt hier einen Cut und es geht dann weiter in Part Number 2. Bis dahin.